Willkommen zurück, Leute. Die 100K-Marke wurde geknackt. 100.000 Abonnenten auf YouTube. Deshalb haben wir uns was ganz Spezielles überlegt. Und zwar befinden wir uns gerade in Paris. Und für uns geht es jetzt direkt runter in die Pariser Katakomben. Die meisten haben davon wahrscheinlich schon gehört. Es handelt sich hierbei um ein über 300 Kilometer langes Gangsystem aus dem 18. Jahrhundert. Da drinnen gibt es echt alles, klaustrophobische Gänge, geflutete Passagen und auch menschliche Überreste. Ich würde sagen, das ist der ideale Platz zum Exploren. Schauen wir da gleich runter. Los geht's, Leute. So Leute, wir befinden uns jetzt schon fast bei unserem Einstieg. Es kann durchaus sein, dass wir da unten heute Leuten begegnen. Es gibt hier nämlich eine eigene Subkultur, die sich nur mit den Katakomben beschäftigt. Kathophile nennt man die, soweit wir wissen. Also die hängen da unten einfach ab, machen Partys, treffen sich mit Freunden. Wäre schon wild, wenn wir da solchen begegnen. Und das ist ja unser wunderschöner Eingang. Alter, der sieht mal schmuck aus. Boah, schaut euch das Loch an. Also da geht's rein und man hört da richtig schon den Hall. Komm, Fedo, direkt Zugriff. Los geht's. Boah, da zieht's. Und weg ist er. Boah, das ist eng so. Alter Schwede, da geht's wirklich direkt los. Boah, was ist das? Boah, okay. Da geht's wirklich überall lang. Ich bin mir jetzt schon sicher, dass wir uns gleich verlaufen. Man muss dazu sagen, wir haben eine Map, aber kennen uns nicht so ganz aus, aber irgendwie machen wir das schon. Na gut, Bro. Fotografisches Gedächtnis einschalten und dann aber los. So, Abfahrt. Boah. Oh. Aha. Da kriegt man ja sofort Bock hier. Hinter dir so zu gehen, ist auf jeden Fall gefährlich. Und hier können wir jetzt mal wieder stehen. Schaut euch das an, also der Gang geht wirklich in die Endlosigkeit. Okay, und spätestens ab hier werden die Schuhe jetzt nass. Oh, das ist eiskalt. Oh, da frieren die Füße weg. Okay, da ist jetzt ein Gang nach links. Checken wir mal die Map ab, oder? Also wir müssten jetzt hier sein, weil hier ist ein Gang nach links. Oh, aber hier ist keiner. Das wird schon stimmen. Komm, weiter geradeaus. Ach, einfach der Nase nach. Attackieren jetzt, Vollgas! Oh, da wird's rutschig. Und hier schon ein Straßennamen, schau dir das an. Porteo, Aguail, Boulevard, Jordan. Genauso spricht man das aus. Das Gute an den Straßennamen hier ist, dass man die auch wieder hier auf der Map wiederfindet. Porte de Aquile. Ja, wir sind richtig, Bro. Das heißt, hier geht's jetzt weiter. Also das klappt ja wirklich wie am Schnürchen mit der Orientierung. Wir haben auf jeden Fall ein Ziel für heute. Und zwar ist das der sogenannte Bone Room. Das ist ein Part von den Katakomben, der gefüllt mit menschlichen Überresten ist. Das Ding ist richtig weit weg. Also wir müssen da sehr tief rein, aber das wird schon irgendwie hinhauen. Wie schön sieht das bitte aus? Aha. Oh! Schau dir das an, das ist ein richtiges Wohnzimmer hier. Spiegel, Radio, Kleidung. Richtig schön eingerichtet. Ja, es gibt hier wahrscheinlich wirklich Leute, die hier unten ab und zu so mal eine Woche verbringen. Hier wieder direkt so eine Inschrift. Keine Ahnung, was das bedeutet. Alter, schaut euch das an. Boah, was ist das? Ein fettes Kabel. Das sieht auf jeden Fall alt aus. Ja, es steht da, dass das eine Blackbox ist. Telefon, Cables, Repeater, in Klammer Blackbox. Hier sind wirklich überall Abzweigungen. Aber wir müssen auf jeden Fall weiter geradeaus. Und wieder Abzweigungen. Da geht's wieder weiter. Und da geht's wieder weiter. Und da geht's wieder weiter. Da will man einfach wirklich nur durchstürmen, aber ist man komplett verloren. Ich glaube, da wird's tief. Ah, was ist das? Oh! Oh! Boah, das geht in die Unendlichkeit. Alter, was zur Hölle? Wir sind safe, Leute. Das ist aber creepy. Komm, hinter. Die flüchten vor uns. Die werden immer schneller. Ich glaube, die haben Angst, obwohl wir eigentlich Angst haben müssen. Jetzt aber direkt ins Blaulicht wechseln. Und attackieren. Die rennen weg, oder? Die flüchten. Hörst du das? Da ist Musik. Hörst du das? Das sind wieder Stimmen. Ja, das ist Musik. Komm, da ist eine Party.
Tor. Das ist ein Hund. Richtig Schiss vor dem Hund, der ist auch nicht angekettet. Tor. Hallo. How are you doing? Fine, everything good. English? We can try, Max. Also people can speak better English. Da ist ja der Hund. Alemann? Autrisch. Wir waren da kurz gerade um die Ecke und da chillt wirklich eine Gruppe. Ihr hört es, die hören da laut Musik. Die wollten jetzt nicht gefilmt werden, aber die haben uns einige gute Tipps gegeben. Der Bones Room, der ist viel weiter weg, als wir gedacht haben. Also eine richtig lange Strecke und die haben gemeint, das ist fast unmöglich, aber ich würde sagen, wir probieren es trotzdem. Ach, komm. Er hat mir kurz den Weg erklärt, aber es war so, ja, links, rechts und hat 5 Abzweigungen gesagt. Ich habe mir die Hälfte gemerkt davon. Ist halt auch ein Wettlauf gegen die Zeit, weil die Lichter weichen nicht unendlich. Wir sind hier schon 2,5 Stunden drinnen. Und die haben uns auch gesagt, dass das verrückt ist, dass wir das zu zweit ohne Guide machen. Aber die wissen ja auch nicht, dass wir beide einen Orientierungssinn wie ein Kompass haben, oder? Na klar. Hier sind jetzt auf jeden Fall überall Abzweigungen. Also hier geht der Spaß wirklich los. Man muss hier jetzt echt konzentrieren. Hier bleiben. Boah. Da riecht es, als hätte wer hingeschissen. Ja. Wir sind richtig. Das ist sie, die Ruhe ist errett. Und hier hört man den Bass schon. Bonjour. 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 Der nächste. Boah. Schau, ist das grün? Boah. Das ist das. Ein Gesicht, was in den Stein gekarft wurde. Hier hinten so eine Art Schuhschwein. Boah. Alter, da riecht's wirklich nach abgeranzten Füßen. Boah! 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 Boah, das riecht echt abartig. Ja, komm raus hier. Weg hier. Hier ist eine seitliche Abzweigung und da geht's rauf. Oh, und da oben ist ein Gully. Ruhe, du Kommandeur Nummer 2. Alter. Das ist voll gemütlich. Kurz mal resten hier. Oh oh, Bro, ich glaube, wir haben ein Problem. Alter, das gibt's nicht. Die Decke ist hier richtig niebig und das Wasser sieht tief aus. Ja, das ist tief. Jetzt geht die Action aber hier endlich los. Wir haben unsere Sachen jetzt gepackt und werden die jetzt einfach hier so schön über Kopf durch diesen engen Gang hier tragen. Hab ich da Bock drauf. Komm, jetzt aber rein in die Action. Oh. Das ist erfrischend. Oh, und jetzt berührt der Damm. Uiuiui. Jetzt kann man wenigstens endlich die Sitzheizung anwerfen. Da wird's eng. Alter, da wird's noch enger. Ich weiß nicht, ob wir da durchkommen. Ah, es wird immer tiefer, das ist zu arg. Ja. Schaut euch das an, Leute. Da kommt man nicht durch mit den Sachen. Bro, das geht sich nicht aus. Ah, komm, wir müssen zurück. Ah, das kann ja nicht wahr sein. Dein Ärmel hängt im Wasser. Bro, der Ärmel. Also wenn der Nacken morgen nicht verspannt ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, oh, oh. Das Verrückte ist, man hört da hinten schon wieder Musik. Der Fredo geht schon mal mit den Sachen zurück. Ich werde mich hier jetzt noch kurz nach vorne senden, weil ich höre da Musik. Oh, oh, hier wird's tief. Alter, was schwimmt da? Da schwimmt irgendwas. Boah, oh, das ist extremst. Oh, okay, das ist Hardcore. Oh, da komme ich nicht mehr vorbei, ohne dass ich baden gehe. Boah, ich muss, glaube ich, das Maul unter Wasser geben. Das ist scary. Oh, da kriegt man Panik. Oh, ich krieg da wirklich Panik, Leute. Oh, okay. Ja, hier wird's wieder höher. Hier wird's wieder höher. Fedo, ich bin durch. Das war extrem scary. Boah, und ich stehe hier wirklich knöcheltief im Matsch. Oh, okay, da kann man, glaube ich, stecken bleiben. Aber ihr hört's da hinten den Bass. Da hinten ist Musik. Die Musik wird hier immer lauter. Hört euch das an, wie dicht hier der Nebel ist. Eine Abzweigung. Avenue der Orlin. Komplett unter Wasser. Okay, na. Ich muss wieder zurück. Kann ja nicht alleine heute hin. Oh, Fredo, ich komme wieder zurück. Da kommen wieder Abzweigungen. Und das macht mir jetzt echt ein bisschen Angst. Alleine ist das schon gruselig. Ja, ja. Okay, das ist gruselig. Oh. Oh. Oh.
Oh, da ist Fedos Licht. Oh, bin ich am Zittern. Das war hardcore. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ist mir gerade kalt. Oh, das war wirklich hardcore da vorne, ich sag's dir. Ich bin am Zittern. Wir müssen einen anderen Weg finden. Es gibt einen anderen Weg, der ist ein bisschen kompliziert, aber ich würde sagen, zurück und gleich rein da. So, wir haben uns wieder umgezogen. Langsam kommt die Wärme auch wieder. Wir werden sie jetzt kurz navigieren und dann geht's weiter. Hoffentlich verlieren wir uns nicht. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Oh. Alter, was ist das? Lauter Leuchten. Boah, das sieht ja wirklich wild aus. Sieht das wie ein Bunsenbrenner oder ist das so eine Höhlenlampe? Okay, wir sind bei der Avenue New Orleans. Geil. Das ist die, wo wir gerade vorhin nicht hingekommen sind wegen dem Wasser. Jetzt geht's schnurstracks Richtung Knochen. Oh, wir sind hier schon so tief drinnen. Wie spät ist es eigentlich? 4.30 Uhr. Und wann sind wir reingegangen? Um 11 oder so. Um 11? Wir haben noch immer nicht den Raum erreicht, den wir eigentlich heute vorhaben. Das ist ja wirklich wild. Wir müssen da jetzt noch hin und dann müssen wir den ganzen Weg zurück. Also es ist noch einiges vor uns. Aber wir schaffen das, weiter geht's. Wir schaffen das. Und da ist wieder Musik. Es fühlt sich aber gut an, wenn man hier ewig alleine herumgeht und dann hört man jemanden. Hier geht's ab, Leute. Und die nächste Kreuzung. Also ohne Karte geht hier nichts. Unmöglich. Müsst ihr euch denken, wir sind hier wirklich schon 5 Stunden unterwegs. Und circa alle 10 Minuten kommen solche Abzweigungen hier. Madame, Monsieur. Merci. Merci beaucoup. Alter. Oh. Überall jetzt so Metall an der Wand. Hier schon wieder ein Gitter. Es kann wirklich sein, dass das hier vielleicht mal der Bunker war, den die hier eingezogen haben im Zweiten Weltkrieg. Okay, Leute. Und da haben wir den ersten Knochen. Ja. Schaut sich das an, das ist ein Knochen, oder? Ja, das ist ein Knochen. Wirklich? Ja, der erste Knochen, den wir hier drinnen sehen. Wir sind dem Bone Room wirklich nahe. Boah, Alter. Das ist ein Beinknochen, ja, oder? Schau dir das an, der ist richtig braun. Boah, schon krass. Boah, wir sind dem Bone Room richtig nah. Boah, endlich. Da irgendwo muss es gleich kommen. Am Ende dieses Gangs soll sich der Knochenraum befinden. Wir sind fast da, Alter. Hier irgendwo muss das Ding liegen. Boah, komm, jetzt direkt hin. Komm, Endspurt. Da ist wieder Musik. Alter, da ist das Ding, komm. Hier wird sogar im Knochenraum gefeiert. Da hinten ist er, Leute. Da drinnen ist er. Alter. Da, ein Knochen. Da ist, geht schon los. Direkt den Knochen. Hier auch direkt den Knochen da. Sieht aus wie von einem Schädel. Alter, schau dir das an. Überall Knochen. Das ist wie eine Schädeldecke hier. Oh. Ah, das ist schon gruselig jetzt. Und ihr hört es, sind überall Leute. Hier noch mehr Knochen, schaut euch das an. Das ist schon irgendwie bizarr, dass hier wirklich Knochen von Menschen einfach so herumliegen. Überall, da geht's los. Das sind alles Knochen hier. Und hier genau das Gleiche. Das ist nicht Holz, Leute, das sind wirklich Knochen. Das ist schon irgendwie bizarr. Da ist ein Loch und das ist voll mit Knochen. Hört sich das an. Ich muss euch ehrlich sagen, es hat hier auch einen ganz speziellen Geruch. Das riecht doch leicht wie Gesälchtes, oder? Ja, so wie Speck ein bisschen, ja. Da ist so ein Bogen komplett zugemacht, also da liegen 100 pro Knochen dahinter. 100%. Was ist hier hinten? Oh, Alter! Fedo, gestapelt. Die Dinger sind hier einfach gestapelt. Was wird das sein? Ein Oberschenkelknochen, eine Fibula? Schaut euch das an. Also die haben wirklich eine eigenartige Farbe. Ja. Die sind ja richtig rosa. Das würde mich interessieren. Boah, und da noch mehr Knochen. Schau mal, wie gigantisch der ist. Boah, Fedo, das ist eine Knochenhöhle. Ein Wirbelknochen. Und hier oben? Boah! Okay, ja. Was zur Hölle? Das Fedo, komm, so. Schau dir das an. Boah, das ist aber echt krank. Das sind alles Knochen. Das gibt's doch nicht. Boah, das sind boah, alles Knochen. Aber echt Schiss, dass die auf einen drauf liegen. Ja. Ich habe die Knochen mit meinem Kopf berührt und es hat sich angefühlt, als würde das ganze Ding gleich auf mich einkrachen. Bro, pass auf. Schaut euch das mal an, wie viele Knochen das sind. Ist darauf gestapelt. Die hängen hier von der Decke. Das fühlt sich wirklich an wie Jenga. Wenn man da irgendeinen rauszieht, bricht das ganze Ding über uns zusammen. Die haben sich hier einfach ineinander verkeilt und deshalb hängen die hier drinnen. Wieder komm, raus ja, hier. Wieder raus. Oh. Wow. Da überall Knochen. Das sieht schon extremst aus. Wow. Das gibt's doch nicht. Das hört nicht auf. Die sind aber schön gestapelt. Ja, das stimmt. Da ist jemand mit Genauigkeit vorgegangen.
Oh, und hier oben über die Schädelknochen. Da sieht man gut die Fontanelle. Da oben beim Kopf, wie der zusammenwächst. Boah, okay. Alles voller Knochen. Und hier brennt noch eine Kerze. Also diese Kartoffeln sind schon auf jeden Fall eigen. Das ist einfach ein Chiller-Spot. Hier gemütlich ein kleines Picknick mit Freunden. Und hier davor einfach ein Meer aus Menschenknochen. Was gibt Schöneres, hm? Oh. Also so sitzt man dann wahrscheinlich hier da, genießt sein Essen und blickt hier schön auf die Knochen. Wunderschön. Schau dir das an, Bro. Oh, da geht's um die Ecke. Ja, da müssen wir durch. Und da wieder Knochen. Überall die Dinger. Oh. So ein riesiger Ring. Das Ding ist wieder komplett gefüllt mit Knochen. Schön den Jenga-Turm hier gebaut. Da kriegt man aber direkt Lust. Komm, ein kleines Knochen-Roofless. Das muss aber sein noch. Oh, das nimmt ja schon Form an. Roofless. Ja, ja. Roofless. Das ist es. Schön verewigt hier noch. Weiter geht's. Ah, das war ein knöchernes Loch. Boah, und einfach Stiegen runter. Da gibt es sogar noch ein Untergeschoss. Das ist doch nicht normal. Boah, was? Alter, ein Stuhl aus Knochen. Okay. Da sind sogar noch die Zähne drinnen. Boah. Einmal draufsetzen. Das ist aber ein Vollsend. Irgendwie finde ich so Knochen ekelhaft. Schön ja. Auf den Thron mit dir. Ja, komm. Schön den Knochenraum gefunden. Ah, das fühlt sich schon irgendwie ekelhaft an. Boah, das sieht weird aus. Der König der Katakomben. Wo sind wir hier gelandet? Also es sieht vielleicht cool aus, aber gut sitzt man auf dem Ding auf jeden Fall nicht. Da gibt's schon bequemere Stühle. Na komm, jetzt nimm doch auch mal Platz am Stuhl des Todes. Aber bloß keine nicke Beine drücken. Du sitzt aber entspannt. Boah, nach 6 Stunden gehen ist das aber echt kurz chillig hier zu entspannen. Ja, wir sind hier jetzt wirklich ungefähr 6 bis 7 Stunden drinnen. Ich würde sagen, wir schauen sie noch ein bisschen um, aber da muss auch wieder zurückgehen. Und das Wilde ist, Leute, es gibt hier keinen Ausgang. Also wir müssen wirklich den ganzen Weg nochmal zurück. Ja, die Mission ist noch lange nicht vorbei. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin wirklich komplett fertig. 6.26 Uhr. Wir sind hier wirklich schon ewig drinnen. Die Energie ist bei mir gerade wirklich im Keller. Abflug jetzt. Jetzt wird es doch mal richtig spannend, weil jetzt stellt sich raus, ob wir hier tatsächlich auch noch zurückfinden. Es kommt schön rein in den 6 Stunden Untergrund-Hike. Und? Wo müssen wir hin? Ich finde gerade den Ausgang nicht. Das hört man aber gerne. Ich habe gerade viel zu wenig Energie, um irgendwie in Panik zu verfallen. Oh, wir sind uns gerade wirklich nicht mehr sicher, welche Abzweigung wir hier nehmen müssen. Das fühlt sich nicht gut an, aber was soll's. Ja, das ist er. Ich glaube, wir haben ihn. Wir sind wieder auf richtigem Pfad, das ist er jetzt. Okay, das kennen wir. Jetzt kommt hier aber Stimmung auf. Oh, es geht der Pomelo, Pomelo, es geht, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Muschelspuren, ja? Fossile. Pomelondo, es geht hier. Nichts oder ich hier, nichts oder ich hier. Was haben wir denn hier? Avenue de Orleans. Na, die kennen wir doch. Die kennen wir nur zu gut. Und was heißt das? Dass es noch 2 Stunden bis draußen dauert. Da habe ich mir aber eine beste Antwort erhofft. Weißt du das? Da hinten hört man was. Hey, hey, Vicky, die Wikinger. Sie fest das Segel an. Na, 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 na. Schau dir das an, da sind die Käsefüße. Da sind die Schuhe von vorhin. Oh. Ja, komm, jetzt kann's weitergehen. Oh, ich kann nicht mehr. Was ist das Schönes? Ein schöner enger Gang. Du weißt, was man über enge Gänge sagt. Ja. Gleich reinjagen. Ja, schön im Seestern. Und da ist jetzt ein System. Da hat jemand einfach so ein kleines Häuschen in den Stein gekauft. Hier ein schöner Satanistenstern. Da geht's jetzt aber los. Hier hat man Musik jetzt. Schaut sich an, wie verraucht das Ding ist. Das sieht fast aus wie ein Club. Okay, die schlafen da. Die lassen wir lieber in Ruhe hier. Oh, schaut dir das an, was man hier alles findet. Aber ich muss schon sagen, es riecht hier wirklich nach Scheiße. Sorry. Aber so einen abartigen Schiss. Boah, da drüben auch. Hier ist überall Scheiße, Leute. Die Kartoffeln scheißen überall hin. Ich will hier raus. Das hat kein Ende. Absolut nicht. Und hier sieht es plötzlich aus wie in der Pyramide von Gizeh. Und da kommt uns ein Licht entgegen. Da sind Leute. Die Leute. Hello. Hello. Bonjour.
Kuckuck. Have a nice day. Bye. Man hat keinen Bock mehr. Man hat keinen Bock mehr. Aber das Ding muss zu Ende gebracht werden. Also Vollgas jetzt. Da ist eine Leiter da vorne. Kurz mal hinschauen. Boah. Wir sind uns am Ziel nahe. Irgendwo muss der Ausgang hier sein. Vielleicht ist er ja da schon. Pedro, das könnte sein. Ich werde auf jeden Fall Autos. Raus. Man hört die Straße. Beten, dass das Ding aufhört. Ja, komm. Und? Es hat sich gerade bewegt, jetzt auf einmal nicht mehr. Wie geht das? Da bewegt sich was. Ich sehe das Tageslicht. Das blockiert. Vergiss es. So knapp vorm Ziel und dann geht das Ding nicht auf. Der Feder wird es jetzt noch einmal probieren. Ja, oh, ja, 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 das ist es. Das ist offen, komm. Ja, es ist offen. Geh schnell raus. Boah, Frischluft. Oh. Oh, wir sind draußen. Alter, war das anstrengend. 8.10 Uhr. Um 6.30 Uhr sind wir los. Oh, eine Stunde 40 Minuten. Boah, ich bin echt tot. Und hingebraucht haben wir 6 Stunden. Für uns geht's jetzt direkt nach Hause unter die Dusche und dann aber in die Heia. Für euch geht's jetzt direkt weiter mit der nächsten Mission. Wir sehen uns morgen, Leute. So, Leute, wir haben uns wieder halbwegs erholt von den Katakomben und befinden uns hier direkt am sogenannten St. Martins-Kanal in Paris. Ein schönes, langes Fließgewässer und da geht's gleich mit dem Boot rein. Das Besondere hierbei ist, dass der Fluss im Untergrund verläuft und aus den Napoleon-Zeiten ist. Das klingt einfach nur absolut geil. Ich würde sagen, wir ballern uns da direkt ins Wasser. Los geht's, Leute. Schaut euch das Ding an. Die Nautilus hat es leider nicht nach Paris geschafft. Dafür die Achse Octopus. Edelst verarbeitet. Also das ist wirklich ein Schmuckstück. Mit der kann hier nichts schief gehen. Die Pumpe haben wir natürlich zu Hause gelassen, aber die gute alte Lungenpumpe ist immer am Mann. Maul anstöpseln und reinpusten. Ja, Junge! Pump auf das Ding. Bring die Lunge zum Glühen. Ja, 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 ja. Ja, so ist gut. Ja, ja, das ist Ball. Alter, jetzt aber sofort zu Wasser lassen hier. 1er Wasserqualität, da hinten ist der Tunnel, durch den wir uns gleich jagen werden. Ich bin einfach nur hyped. Jetzt aber mal Abfahrt hier. Jetzt geht's los. Wesh, wesh. Are we ready to go into the water? Good luck. Aye, aye, Captain. Das hier, Leute, ist unser Safety-Team. Falls irgendwas schief geht, kommen die zwei und holen uns raus. Oui? Safety-Team, yes. let's go, guys. Ab ins Wasser mit uns. Boah, das ist... Ui, ui, ui. Ah! What a war, guys. See you on the other side. Alter. Boah! Das ist ja der Tunnel und in den geht's jetzt direkt rein. Ah, wir drehen uns. Wow, Bro. An das Licht. Setz dich hin, setz dich hin. Was steht da? Danger Zone. Warum steht da Danger Zone? Das fühlt sich schon scary an. Wir tuckern hier wirklich direkt auf diesen Tunnel zu. Und da sind lauter Schilder, die mir irgendwie Angst machen. Vorsicht. Bonjour. Bonjour. Alter, boah. Da geht's jetzt direkt los. Ja, was steht auf den Schildern? Vorsicht, Attention Warning. Die haben nur 18 Minuten, um diesen Tunnel zu durchfahren. Was? Was? Was soll das heißen? Das macht mir jetzt aber Angst. Komm, schön den Timer gestellt auf 18 Minuten. Jetzt kann's losgehen. Das schaffen wir. Komm, los geht's. Boah. Also der sieht schon wild aus. Also das ist eigentlich schon beeindruckend. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Gewölbe ist aus dem 18. Jahrhundert. Also der Kanal ist wirklich steinalt. Wurde früher benutzt, um hier Güter entlang zu transportieren. Die gute französische Baukunst. Sieht aus wie ein Kirchenfenster da oben. Das stimmt. Ah, das ist schon idyllisch. Hier schön am St. Martins. Da schön die Weinflasche. Was Schöneres kann man sich gar nicht vorstellen. Absolut nicht. Alter, was ist das? Boah! Alter, schau dir das Ding an. Ein toter Fisch. Was zur Hölle? Das ist ein 5-Pfunder. Boah, der schimmelt schon. Boah, ist der fett. Da habe ich mich kurz erschreckt. Der ist schon richtig aufgebläht und verdorben. Oh, noch ein toter Fisch. Alter, was geht hier ab? Weinfliegen mag ich hier echt nicht. Wir müssen echt schauen, dass wir trocken bleiben hier. Boah, schaut sich das Loch da oben an. Da ist einfach ein riesiges Loch in der Decke. Alter Schwede.
Da geht's einfach raus, raus auf die Straße. Ich muss euch sagen, das Ding sieht wirklich geisteskrank aus. Ah. Oh, die 18 Minuten sind um. Ja, gut. Das heißt, hier kommt wahrscheinlich jede Sekunde das Highspeed-Boot angebrettert. Alter, was blubbert da hinten? Oder blubbert's? Na, oder? Na, der blubbert's. Oh, oh. Das kann ja wirklich jetzt nicht wahr sein. Das Boot haben wir gestern von einem Franzosen abgekauft und jetzt blubbert's da hinter mir. Schaut euch das an, da blubbert's. Deshalb ist man hier so flach im Wasser. Egal welches Boot wir anfassen, es geht einfach zugrunde, als würde ein Fluch auf uns lasten. Oh, da kommt direkt das nächste Loch rein. Das Boot ist nicht mehr prall. Also das Loch hier macht uns echt zu schaffen. Bro, wir müssen den Zahn zulegen. Wirf das Schiffshorn an. Ah. Ja. Feuerboot, Backboot! Komm, schwing den Ruderarm! Boah, ist das anstrengend. Und hier hinten sehe ich aber ein Schild. 660 Meter haben wir schon gemacht, 1360 haben wir noch vor uns. Also ein gutes Drittel haben wir schon hinter uns. Dieser Tunnel verwandelt sich hier echt gerade in einen Workout. Keine Gänge links und rechts, aber dafür einfach nur Wegstrecke. Ohne richtige Strömung ist das schon anstrengend. Ja, das geht schon rein. Aber wir müssen hier bis zum Ende kommen. Da vorne ist irgend so ein rotes Licht und das sieht aus, als wäre dahinter auf jeden Fall wieder Freiluft. Oh, das wäre aber geil. Boah. Ja, komm. Komm. Das Licht wird immer größer, nicht mehr lange, Bro. Und langsam merkt man auch, dass das Boot erheblich an Luft verliert. Ich bin hier wirklich knapp beim Wasser. Das muss sich noch ausgehen, komm. Rauspaddeln hier. Ist das Ende für du Vollgas, komm! Ah, was ist das? Was ist das? Rotes Licht. 280 Meter noch. Oh, komm! Komm, Endspurt. Jetzt aber raus hier. Alter. Da ist es. Da ist der Ausgang. Komm. Aha. Da höre ich es aber plätschern. Hier kurz vorm Ausgang plätschert es da drüben einfach. Ich glaube, da müssen wir ranfahren. Komm, Pedro. Da geht's vielleicht irgendwo rein. Meine Beine. Festland. Ist das anstrengend. Das ist richtig anstrengend. Und ich dachte mir, dass wir ein gemütliches Herumtuckern. Ich meine, das Ding sieht schon idyllisch aus, aber ohne Strömung ist das echt ein anderes Level. Aber jetzt mal schauen, was sich da hinten verbirgt. Boah, das ist richtig laut da hinten. Das hört sich nach Kanalisation an. Ja. Ja. Oh. Ja. Alter. Da. Oh. Das stinkt echt abartig hier. Jetzt geht er links und rechts. Boah, was ist das? Also so ein französischer Schiss, der riecht schon anders. Da mit dem Boot runter, ha? Boah, ja, das wär's jetzt. Komm rüber über die Kacke. Yes. Boah. Schön. Alter, also die französische Kanalisation, die sieht schon wild aus. Ich glaube echt, wir müssen hier nochmal zurückkommen und irgendwann hier die Kanaltour abhacken. Komm, aber ich würde sagen, jetzt geht's wieder ins Boot. Alter, da ist echt wenig Luft noch drinnen. Jetzt aber mal zu Ende bringen, das Ding hier. Die letzten 100 Meter und wir sind hier draußen. Bin ich froh, dass uns die Robert heute nicht überrascht hat. Oder die nette Adelie. Alter, was ist das? Enten. Und eine riesige Schleuse. Oh, Bro, das sieht aber wirklich beängstigend aus. Okay. Da sind aber Stiegen außen. Das ist es. Ja! Boah, die Tore zur Freiheit. Ja, komm. Komm raus hier. Ja! Das ist es. Ah, Bro. Schnell darüber. Nicht zur Schleuse. Ja. Ja. Geschafft! Yes! Boah. St. Martins Kanal abgehakt! Schön auf der Achse Octopus, trotz Loch das Ding durchgeballert! Es war ein richtiges Workout, da durchzukommen, aber schön abgeackert und jetzt mal erst schauen, dass wir hier irgendwo hochkommen. Komm, weg hier!
So Leute, wir sind am Ende des Videos angekommen, Pariser Katakomben abgehakt, schön eine kleine Bootstour am Ende noch durchgezogen, einfach nur Bock gemacht. Danke für die 100k. In dem Sinne Leute, Attacke! Nicht vergessen zu liken, kommentieren und abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein Leute!